Und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 17. Heute im Spiel gegen SC Freiburg wird leider Nils Teixeira fehlen. Er wird gerne eine Pause machen, hat er gesagt. Kein Problem. War eingeplant. Schön, dass er auch der Ansicht ist, dass man nicht jedes Spiel machen kann. Ja, so, und die haben noch ein drittes Trikot. Ach, das sieht aber unhübsch aus. So, schickimicki. Und hier wird die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht. Wachs kommt rein. Lambert spielt. Hartmann spielt. Osman spielt. Modica hat sich durch die ganzen Vertragsquereleien hat er sich selber rausgehauen. Frei. Ja, machen wir so. Paslak spielt auf alle Fälle. Puh, Linksaußen. Wen lasse ich dann Linksaußen spielen? Hildesmann kommt mit. Ach Gott, ja, wirklich mitnehmen. So, Kutschke ist OKO. Lass ich den mal eine Halbzeit lang spielen. Den Weber und danach kommen hier die drei unten rein. Und dann haben wir das wieder. So, ja, Baumgartel, du bist dann halt im Pokal dran. So, schone ich dann noch jemanden? Dann, ich muss dann die beiden hier schonen und den hier. Maximal den noch. Haben wir da noch was? Nö. Wird er halt nie geschont, da spielt dann halt wieder Kreuzer. Ich muss halt. Und der Quinones wird ohne ins Tor kommen. Der hat sich hier. Vor FIFA vor 2 Jahren hat er sich die Position, ne, vor 3 Jahren. Die Position versaut. Ja, hier haben wir den richtigen Kapitän. Eigentlich nicht, das ist ja Hartmann. So, wieder mal im Stade Municipal. Mal gucken, wie viele Leute dann zu diesem Spiel waren. Sieht okay besucht aus. Eigentlich. Hier haben wir die Oh, schon erste Fehler. Mannschaft heute auf. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen. Ne? Ja, ein 5-3-2. Also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Das könnte eine Gelegenheit werden. So. Kann man doch ganz schnell raus tun. Jetzt könnte er den Eigentlich sollte er Osman spielen in der Champions in der Europa League, nicht mehr, in der Champions League. Die Träumereien. Durch. Aber nee, der sollte eigentlich spielen. Dann vollkommen vergessen beim Wechsel. Also beim vorm Spiel wechseln. Günther. Ja, ich hab nur aufgepasst. Klasse gespielt. Ganz nach dem Motto. Gute Flanke, keine Ahnung. Aber sie trotzdem Motto vergessen, aber vergessen. Wieder vergessen, ja. Und jetzt lauf, Basi, lauf! Bist du wieder gesund? Gott, was für eine Kackflanke. Hallo, wollt ihr noch andere mitmachen? Der Weber wird sowieso verkauft, hoffe ich. Wenn er gehen möchte. Eigentlich spielt ja jeder bei mir. Los, Bissner war jetzt 4 Monate verletzt. Schuster. Die müssen sich ja präsentieren. Die Saison waren mal besser. So sagen, Wolf, und dann habe ich voll auf die Jugend gesetzt. Sich in einer sehr und auf den Konrad. Die Junge, kannst du denn laufen oder was? Geht es für die Gastgeber um die Tabellenführung. Bei einem Sieg wären sie ganz vorne. Echt? Aber die Saison ist noch jung. Nicht erzählen. Ein Fingerzeig auch für die anderen Mannschaften. Mainz ist Vierter. Was läuft denn da falsch? Ignowski. Ey, die spielt aktuell gegen Abstieg. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Jetzt wird's gefährlich.
lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug. Ach. Sie gehen in der Abwehr jetzt doch mehr Risiko, Buschi. Sie stellen auf Abseitsfalle um. Da muss das Timing natürlich passen. Schick. Spielt den Ball in den freien Raum. Der Ball ist weg. Da kam die Flanke nicht gut rein. Oh Mann. Waxi. Aber hast ihn ja. Oh, gut. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Wird das seine Torchance? Nils Petersen. Die Abwehr hat noch nie so zusammen gespielt. Geht er rein? Nee, der Ball geht daneben. Das Team hat eigentlich auch so noch nie zusammen gespielt. Das war mir so kackenklar. Das war mir so kackenklar, dass er noch rübergeht. Petersen. Mann, oder dieser Cottbusser. Ach. Weil dieser Kacktyp weiterläuft. Und da haben wir endlich das erste Tor. Man muss sagen, es hat sich nicht unbedingt abgezeichnet. Faul. Ganz und gar nicht. Wir haben ja kaum Torchancen gesehen. Aber vielleicht geht jetzt mehr. Jetzt könnte es gefährlich werden. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da kommt der Schuss. Oh! Das war die Chance. Scheiße. Aber er macht es gibt nicht. Gelb. Für Kloss. Los. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Hallo, hingehen. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Gutes Tackling. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Souverän, er hat den Ball. Muss ich mir schon wieder für den Rückstand hier aufbauen? Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Ich habe meine Rückstände. Felix passt. Ewige Leidensgeschichte. Frei. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Boah. Danke, war nicht so gut. Wieso steht noch keiner? Klären. Der pennt dort, ey. Ignowski. Schuster. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Das könnte gefährlich werden. Zur Pause. Ah. Scheiße, der hat eine gute Kondition. Trotzdem kommt Abdullahi und so. Aber das ist ein Hauptmann. Es wird gleich zweimal gewechselt hier. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. In der Wirklichkeit im Frame. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Sie kommen nicht durch, gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Kann er endlich habe ich wieder einen Stürmer mehr, ja. Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Frei. Draußen gibt Abstoß. Passt er auf und geht dazwischen. Und damit ist der Ball weg. Sie gehen ins Risiko. In ihrem Heimspiel setzen sie jetzt auf die Abseitsfalle. Ja, das ist wirklich nicht ohne Risiko, aber vielleicht geht's ja gut. Ach man. Einwurf jetzt. Scheiße. Günther.
Ich sehe Bewegung auf der Bank. Oh, das Foul, Mann. Und Freistoß. Alter! Ich guck komplett nach rechts. Und tipp dort auch noch hin. Wird's jetzt Maximilian Flip, komm, dieser Verstrecker. Da kann er ihn stoppen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Oh. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ach. Den Ball holt er, gut verteidigt. Ignowski. Gutes Tackling. Lamberts. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass, oh, und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Philipp. Und er macht ihn nicht. Wahnsinn. Stark vom Keeper. Da hat er scheinbar genau gewusst, was der Spieler vorhatte. Oh Mann. Ignowski. Ey, ich komme hier gerade gar nicht klar. Ich bin hoch extrem ruhig gerade. Darum habe ich halt immer noch die Kommentatoren an, weil ich dann auf einmal komplett im Spiel drin bin. Nicht mehr. Ich habe es gerade selber gemerkt, dass ich extrem ruhig bin. Boah, fuck. Also, voll im Tunnel. Und jetzt der Schuss. Oh, komm, ich will doch nur in Kaktor schießen. Lautet die Devise. Auf vor und schießt ein Tor. Bitte, ne? Ja. Gut. Gleich schön geblockt. Gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Boah, Scheiße! Muss der so weit drüber gehen. Ein enges Ding hier und es kann noch so viel passieren. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Komm. Komm. Alle mitmachen. Harvard Nielsen. Boah. Lang. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt auch mal Schwung. 9 Elan für die Schlussphase. Boah, Junge, Junge, Junge. Und direkt zurückgespielt. Boah, nein. Wieso kommt dieser Ball nicht durch? Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kann man einmal oben mitspielen und was macht man? Man verkackt das Spiel. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Komm, unentschieden. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen, jetzt vielleicht. Er schießt! Boah! Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Das wäre so wichtig. Sie haben die Chance zum Konter. Keine schlechte Ecke. Oh, mit dem Kopf geklärt, der Hüter. Da kann er ihn stoppen. Nein! Mann, lass doch wenigstens noch die eine Minute durchspielen. Oh, oh Gott, das ist mehr der beste Block. Ui, das sieht nach wenig Zuschauern aus. Ui. Abwärtstrend in der Liga, was ist da los bei uns? Weiter. Mann, das ist zum Kotzen. Das ist richtig zum Kotzen.
So viele gute Chancen. Und jetzt können wir auf unser Dingsbums gucken hier. Oh, 24.800 nur. Was ist los mit euch, Leute? Oh Mann. Es werden immer weniger Zuschauer. Was ist denn hier los? Danke für die Chance. Danke, Chef. Bitte, bitte. So. Das war mal eine sehr kurze Folge. Mal gucken im Kalender. Jo, und dann wieder so. Oh, solchen Kackspieltermin. Und dann haben wir fast den ganzen Januar frei. Bis auf die zwei Spiele. Komischerweise dann schon wieder Mainz. Ui. Ich weiß, gegen wen ich spiele. Wunderbar. Letztes Saisonspiel ist gegen. Ich spiele gegen Augsburg. Es ist eine Kackreihenfolge. Ei, ei, ei. So. Das brauchen wir noch einen Verteidiger. Das haben wir erreicht. Das haben wir geschafft. Das haben wir wohl geschafft bald. Mit. Oh, wir haben schon ein paar 20 Punkte. So. Noch das Training machen. Ah nein, ich wollte doch bei dem einen das Training ändern. Ein Glück kann man das abbrechen. Ja. Du. Weber. Nicht durchsetzen, sondern. Dann, ja. Lange Pässe kann er, kurze Pässe kann er nie so. Flanken. Ja. Durchsetzen, 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 durchsetzen. Ja. Ist halt das Beste, was hilft. Das ist das meiste trainiert. Ja, gut. Auch noch schon wieder verkackt. Dem werde ich mal was mit Schnelligkeit gucken. Wir benutzen die Chance nicht. So, das soll es erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.